das klatschen und dann passt ja. Dann klatsch ich und dann gehst du vor, right? 3, 2, 1. Welcome zum Scene Talk bei Big Boys Podcast. Ich bin der Gideon von Solid Sky und das ist... Und ich bin der Prep von unter anderem Riverside Crow. Jo. Und fangen wir einfach mal an. Wir sind beide Sänger in unseren jeweiligen Projekten. Und heute geht es ums Frontman-Dasein und Sänger-Dasein und Vocal-Coach-Dasein. Mhm. Alright, wo starten wir? Fangen wir einfach generell mit dem Singen an. Wie hat das bei dir begonnen? Hast du immer schon gern gesungen? Also bei mir war das eigentlich so, ich glaube, mein Vater hat mich da ziemlich beeinflusst. Der hat in einer A Cappella-Gruppe gesungen. Mhm. Die haben so ganz lustige Sachen gemacht eigentlich. Also so in Richtung Comedian Harmonist, weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. Ja, doch. Aber so Richtung kleiner grüner Kaktus und eigene Songs auch, ziemlich witzig. Hat mir immer im Auto Songs vorgesungen und ich habe immer angefleht, er soll nochmal Speedy Gonzales singen. Oder irgendwelche solche lustigen Sachen als Kind. Und cool. So glaube ich, bin ich dann als Kind einmal dazugekommen und dann das mit Bands hat sich dann erst viel später entwickelt. Ja. Hast du sehr jung auch schon mit dem Singen, so mit Unterrichten so begonnen? Nein, oder hat das erst später begonnen? Viel später. Viel okay. Später. Eigentlich erst so mit 19 oder so. Ah, okay. Mhm. Auch mit Unterrichten so, oder wie? Bisschen, ja. Und dann habe ich eigentlich eh schon Musik studiert. Aha. Aber zuerst Gitarre. Ja. Und dann sind irgendwie die Vocals immer mehr wichtiger geworden. Und ja, dann cool. Habe ich gewechselt. Cool. Ja, also bei mir war das, ich kann gar nicht sagen, wann ich begonnen habe, gerne zu singen. Das war immer schon irgendwie da. Aber es gab dann natürlich so bei mir war das so in den späten Teens dann, in der Teenagerzeit, so mit 17, 18, wo dann die ersten Ideen entstanden sind für diverse Bandprojekte. Und irgendwann hat es dann begonnen mit Freunden in einem Keller gemeinsam musizierend, Coverband-mäßig. Und ich habe von mir aus gesagt, dass ich singe, weil alle anderen konnten schon Instrumente spielen. Mhm. Ich konnte kein Instrument spielen, obwohl ich zu der Zeit damals ein bisschen so mit Gitarre angefangen habe zu experimentieren. Aber das Singen war definitiv das, was ich viel lieber gemacht habe und wo ich auch dran geblieben bin. Und ja, von da hat sich das dann weiterentwickelt, viel Learning by Doing, also ohne Unterricht auch oder halt nur sehr, sehr unregelmäßig und so punktuell. Und ja, so hat das bei mir begonnen. Du hast gesagt Coverband, was habt ihr da gemacht? Wir haben alles mehr schlecht als recht gemacht, aber es ist jetzt auch schon ewig lang her, das ist fast 16 Jahre her. Womit hat es begonnen? Oh ja, sicher. Begonnen hat es mit Bad Religion, Punk-Rock-Song. Okay. Und wir hatten es allen sehr gefallen. Das war auch so die Punk-Zeit damals, so mit gefärbten Haaren und Skateboards und so. Und dann haben wir auch, was haben wir noch alles gecovert? So Red Hot Chili Peppers, Ärzte, die Toten Hosen, Bloodhound Gang, sowas. Es gibt sogar noch irgendwo Musikkassetten mit Aufnahmen von damals und das ist sehr interessant, das jetzt sich anzuhören. Und vor allem, da ging es auch nicht darum, dass alles wirklich wie aus einem Guss klingt, sondern alle haben ungefähr den Song gespielt und alle waren froh, im Proberaum laut sein zu dürfen. Und natürlich waren da alle Töne schief und vieles würde mir auch nicht liegen, aber ich habe es trotzdem gesungen. Mhm. Und das war dann aber auch recht bald erledigt, das Projekt. Aber ja, das waren die Anfänge. Aber das war ja eigentlich zu einer Zeit, stellen wir jetzt vor, da war es ja noch nicht so mit YouTube-Tutorials und man schaut sich schneller die Tabs an und irgendwas. Ich meine, Tabs mehr haben wir... nach Gehör gemacht, oder? Ja, also die Tabs haben sich die Burschen schon aus dem Internet besorgt. Okay. Damals. Ich habe die Lyrics auch aus dem Internet gehabt und wir haben alle natürlich die Songs gekannt und dann einfach losgelegt. Ich habe damals auch... Das waren halt die Anfänge, nicht wirklich ein Gehör dafür gehabt, ob ich da jetzt reinpasse mit dem, was ich da singe. Mir war nur sehr oft, mir ist nur sehr oft vorgekommen, dass es einfach
ja, dass ich einfach ich nicht mehr höher rauf kann und das dann schon zu einem komischen Geschrei wird und ich war permanent heiser nach Proben. Also da ist sehr viel schief gelaufen. Also wir haben einfach probiert, trotzdem natürlich Spaß an der Sache gehabt, aber so von Themen wie, ja, wollen wir das vielleicht tiefer spielen oder liegt dir das überhaupt stimmlich oder ist dir das zu hoch? Diese Fragen, die sind uns da nicht eingefallen. Ne? Mir ist aufgefallen damals schon, dass auf den ganzen Probeaufnahmen ich mir gedacht habe, das klingt sehr anders als das Original und irgendwie klinge ich nicht gut. Okay. Und das war schon da, ja. Aber ja, weit entfernt von irgendwelchen Unterrichtsstunden oder so. Wie waren deine ersten Banderfahrungen? Also die ersten Banderfahrungen, okay, als allererstes eigentlich war ich ein Bassist in einer Punkband. Oh cool, ja. Punk. Da war ich im Skatepark und ein Kollege ist zu mir hergekommen und hat gesagt, hey, du willst du Bass spielen in meiner Punkband? Und ich so, ja, ich spiele aber erst seit einem Jahr Gitarre und Bass habe ich noch nie gespielt. Hat er gesagt, da, ich schenke dir den Bass und hat ihm einen Bass gegeben. Oh, gut. Und ja, ich habe eher schlechtes Recht Bass gespielt in der Band. Und das Projekt, ja, hat sich dann irgendwie so ein bisschen aufgelöst mit der Zeit. Okay. Aber ja, ich habe nicht wirklich viel geübt am Bass, muss ich sagen. Aber hat das Proben selber Spaß gemacht, wie du dort warst? Das war schon cool irgendwie, ja. Also wir haben einmal in einem aufgelösten Geschäft geprobt. Das war ganz grill, quasi in einer Auslage. Uff, da muss die Akustik interessant gewesen sein. Die Akustik war brutal, ja. Und unser Sänger war sehr, also Sänger und Gitarrist, der war, also wir waren da zu dritt, Schlagzeug, Bass und Sänger-Gitarrist. Und der war halt voll auf alles sehr, wie soll ich sagen, sehr traditionell okay. zu halten. Also nichts mit Ohrstöpsel oder irgendwas. Also ich habe schon Ohrstöpsel verwendet, aber er war, ich glaube, er hat sich komplett vernichtet. Oh ja, auch eine Erfahrung. Und dann bin ich nach Wien gekommen. Also das war noch in der Steiermark. Mhm. Und da habe ich dann einfach mal angefangen, da war der Fokus noch mehr auf Gitarre eigentlich und habe sehr viel Viking Metal mit einem Freund einfach zu zweit cool. gespielt. Ja. Okay. Habt ihr auch einen Bandnamen gehabt oder war das ohne? Das war, also lustigerweise ist es eh der Gitarrist von Solid Sky, der Valentin. Okay. Damals schon, also irgendwie vor über 10 Jahren, ja. Mhm. Und ja, wir sind dann, weiß ich nicht, wir haben halt einfach beide Gitarre gespielt und haben so Viking-Metal-Sachen gespielt, teilweise auf der akustischen und im Park. Ja, ja so sehr cool. Die Sachen gespielt. Und eigentlich über die Jahre hinweg hat sich das dann, aus dem eigentlich hat sich Solid Sky in weiterer Folge ja entwickelt. Also, okay, über einen Zeitraum von 10 Jahren oder wie? Ja, also mit unterschiedlichsten Besetzungen und das war ja noch lange Rede von Solid Sky, also... Ich weiß nicht, seit wann wir Solid Sky sind, da gab es dazwischen den Namen Kurisk. Okay. Ja, mit sehr lustiger Schreibweise. Okay. Kuriskwe. Okay, cool. Und, ja, andere Besetzungen, Schlagzeuger, Bassistenwechsel. Ja. Aber ihr beide wart immer die Konstante. Wir waren eine Konstante. Voll cool, okay. Und ja, nebenbei mal Jazzband gehabt. Mhm. Ich habe dann eben studiert. Mhm. Ja. Jazzband und Cappella-Gruppe, bis vor 1,5 Jahren oder so, habe ich noch die Cappella-Gruppe auch gehabt. Ja, und das waren eigentlich, sage ich mal, die wichtigsten Sachen, ja. Betreibst du den Gesang genauso intensiv und häufig, wie du auch Gitarre spielst oder alle Instrumente spielst, die du machst, oder gibt es da definitiv eine Priorisierung? Ja, also die Priorität bei mir ist definitiv am Gesang. Okay. Ja. Also Gitarre hat sich bei mir mehr zu so einem Kompositionswerkzeug eigentlich entwickelt. Ja. Okay. Ich habe auch Komposition studiert, gleichzeitig mit dem Gesangsstudium. Also ich habe da eben Gitarre angefangen und dann habe ich das wieder sein lassen und habe Gitarre angefangen, Komposition dazu und dann habe ich mit Gitarre aufgehört und habe auf Gesang gewechselt und das habe ich dann eigentlich mehr verfolgt. Weil es dir mehr gefallen hat und du gemerkt hast, da geht mehr weiter oder war da irgendwie, hat da dein Kollege gemeint, du, sing du, weil ich spiele schon Gitarre oder? Ja, weiß nicht, hat sich einfach irgendwie so entwickelt. Mein Herz ist mehr in den Vocals gelegen, ja. Also einfach, weiß auch nicht. Und im Schreiben von der Musik. Mhm.
Okay, also du meinst das Komponieren der Musik selber, okay. Voll. Okay. Ja, cool. Und bei dir, was ist dann weitergegangen bei dir? Ja, also Du bei hast ja mir, ganz viele Bands jetzt, habe ich mittlerweile habe ich so ein paar Projekte, mitgekriegt, ja, ja. aber tatsächlich eine volle Mannschaft mit Live-Absicht und auch Praktik ist es definitiv nur eine Band Okay. und das ist Riverside Crow. Und die anderen Projekte sind alle in erster Linie Studioprojekte, wo es auch keine vollen Bandbesetzungen gibt. Also das sind ein paar Leute, die halt da mehrere Sachen dann spielen und im Studio einspielen oder daheim einspielen. Aber für eine Live-Darbietung hätten wir auch nicht alle Leute beieinander. Und es gibt auch jetzt keine Pläne, eines von den Projekten außer eben Riverside Crow auf die Bühne zu tragen. Aber wer weiß, was in der Zukunft ist. Aktuell ist es nicht geplant. Und ja, von dieser Coverband weg damals habe ich mich dann eigentlich von Bandprojekt zu Bandprojekt weiterentwickelt. Nach dieser Coverband gab es mit ungefähr der gleichen Partie dann die ersten Metal-G-Versuche und auch die ersten Versuche in Richtung extreme Vocals, weil bei der Coverband wurde alles nur quasi klar gesungen. Wobei, das war alles ohne Technik, da kann man eigentlich eher auch vom Herumschreien reden, aber. Die ersten Gehversuche in Richtung Extrem-Vocals, gutturale Vocals, Screams, das war halt alles ohne System. Und ich glaube, alles, was man da falsch machen kann, habe ich auch ganz lang falsch gemacht. Es war für mich üblich, dass ich zur Probe gehe und dann einmal 2 Tage lang nichts mehr reden kann. Und heute weiß ich, dass das nur falsch ist. Also, wenn es weh tut, dann sollte man sofort aufhören, weil mehr als das kann der Körper einem nicht sagen, Ja. wenn er einem sagen will, hör auf damit, das ist nicht gut. Und da kann man sich einiges zusammenhauen und wenn man Pech hat, sogar mehr oder weniger permanent. Also es kann schon sehr ernst werden. Das wusste ich alles damals nicht oder das, vielleicht kennst du das, weil du auch Gesangslehrer bist, mit was für wahnwitzigen Ideen oder Vorstellungen der Schüler kommen. Also mir hat man damals gesagt, das waren Leute, von denen ich dachte, die wissen, wie es geht, weil sie einfach irgendwie eine Orgelstimme hatten, was ich aber auch nur wusste, weil wir dann oft, wenn es lustig war oder ein bisschen, wenn wir berauscht waren, dass die dann herum angefangen haben zu growlen und zu screamen und ich mir gedacht habe, so hey, so möchte ich klingen. Das war aber auch nur irgendwas in Wahrheit und da hat man mir empfohlen, ja, da musst mehr rauchen und mehr in den Polster reinschreien und irgendwann klappt es schon, ja. Nein, also ich habe dann irgendwann dann halt schon professionelle Tipps gefunden und damit dann weitergearbeitet. Ja, so Übers war das. Internet oder? Richtig, ja. Also diese Metal-Band, von der ich gerade gesprochen habe, die hat es auch nur ganz kurz gegeben. Das ist auch nie auf eine Bühne gekommen. Das ist dann auch erledigt gewesen. Und circa zeitgleich, wo ich eben diese professionellen Tipps, und zwar habe ich da angefangen mit, das kennt vermutlich eh jeder, Melissa Cross, Sand of Screaming. Klar. 2007 war das, 2006 war das, wo ich das entdeckt habe. Gleich bestellt, die DVD und die Aufwärmübungen mache ich heute noch. Ich habe das einfach sehr genau studiert halt damals und das halt probiert und allein das einfach bewusster anzugehen und einfach Schmerzen und Unwohlsein aus dem Weg zu gehen, hat natürlich schon viel geholfen und irgendwann kommst du auf einen Weg, dass du einfach anfängst, Geräusche zu machen, die du auch machen willst und die dann einfach nach dem klingen, was du machen willst. Und ja, zu der Zeit habe ich dann auch eben dann die Death Metal Band gefunden, mit der ich dann 9 Jahre unterwegs war. Und da hat sich das dann auch Okay, weiterentwickeln welche können. war das? Das war Harmanic. Ah, Harmonic. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwann mal kennengelernt von einer. Ach so? Cool. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wer das war. Okay. Ich glaube, es war irgendein Schlagzeuger. Ich Ja. Der fällt mir Thomas gerade oder Clemens? nicht ein. Ich glaube, der Thomas. Ja. Der unterrichtet auch Schlagzeug. Ja, voll. Voll, Genau. ja. Ist auch ein langjähriger Freund von mir. Mit dem war ich auch in den ersten beiden Bands. Also voll. Und ja, da hat sich der Gesang halt entwickelt. Und dank der Melissa Cross habe ich dann auch sehr bald mit diesen Ideen abgeschlossen, dass es okay ist, wenn es weh tut. Und dass man halt dann, Ja. ja, dass das einfach was mit Technik und Üben und ja, Üben und Zeit einfach aufwenden zu tun hat. Hast du irgendwelche Anfängerfehler gemacht beim Singen oder hast du es von Anfang an Puh, na, na, na. gekonnt? Ich habe genug Fehler gemacht.
ich mache heute sicher noch genug Fehler, okay. Ja, obwohl ich Vocal Coach bin. Mhm. Aber ja, das ist einfach so Sache, ja. Oft gibt es so komplett falsche Vorstellungen, wie was vielleicht funktioniert. Ja. Gerade beim Screaming gibt es ja die obskursten Ideen. Ja, mhm. Man soll Milch gurgeln oder keine Ahnung, irgendwelche Cornflakes essen. Cornflakes essen. Ja. Echt? Aber da gibt es Videos von großen Namen, die dann im Studio gefilmt werden und dann halt so Moves machen, ja. Wo sich dann alle denken, so geht das. Ja, okay. Das ist ja ziemlich schräg. Also ja, also beim Singen ist halt auch so, dass meiner Meinung nach ist so 90% eigentlich mental. Ja. Eigentlich, wie man da rangeht an die Sache. Ja. Mhm. Wenn man eine falsche Vorstellung davon hat, wie man einen Ton erzeugt, dann kann man nicht erzeugen. Ja. Mhm. Wenn man, also vielleicht mal mit Glück, ja, aber ja, man merkt es ja richtig, wenn Leute anfangen zu singen, ja, und sie ändern auf einmal ihr komplettes Ding und fangen an zu strainen oder ändern alles, ja, spannen alles an oder so. Und ja, das ist oft, da gibt es oft so einen Switch im Kopf, ja, wo du, oder so, allein wenn du an eine hohe Note denkst, ja, du warst so, la 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 la, okay, das geht, und dann kommt diese hohe Note. Ja. Allein diese mentale Geschichte, dass du dran denkst, okay, jetzt kommt diese Note. Ja. Mhm. Wenn du schaffst, dieses Mindset zu ändern, bringt das schon extrem viel. Ja. Genau wie du sagst, das ist eine mentale Sache. Also man merkt sehr schnell, wenn sich ein Sänger nicht wohlfühlt, außer er ist halt ein Pro und er hat einfach auch, wenn er schlecht drauf ist, alles drauf. Ja. Ja. Aber wenn das halt so Bands sind, die gerade erst beginnen, egal welche Musikrichtung, ich finde, vielleicht weil ich selber Erfahrung damit habe, ich sehe halt schnell, wenn sich einer unwohl fühlt, und das merkst du halt an der Stimme auch. Und ja, da gebe ich da absolut recht. Also wenn man sich nicht wohlfühlt, dann klingt man anders, als wenn man komplett locker lassen und aus sich herausgehen kann. Absolut, ja. Und da gehört viel Übung dazu, dass man dieses Level halt auch halten kann, wenn es einem zum Beispiel gesundheitlich nicht gut geht. Ja. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Voll. Ich habe ein Video von dir gesehen, wo du Gesangstipps gibst, weil du bist ja auch auf YouTube vertreten. Seit kurzem erst. Ja. Wo du auch so Tipps gibst, wie man seine Stimme finden kann, ja, und dass man von der Sprechstimme anfangen kann zumindest. Und ja, ich finde, das sind sehr gute Anhaltspunkte für Anfänger zum Beginnen. Und ich glaube, es gehört auch viel dazu beim Singen, dass man keine Scheu davor hat, laut zu sein. Aus sich herauszugehen. Ein bisschen eine, wie sagt man da? Mut zum Schirchsein, Mut zur Hässlichkeit. Ja, absolut. Das absolut. Ist schon wichtig, ja. Weil wenn es zu sehr in deinem Kopf ist, ja, wie schaue ich dabei aus, wenn ich den Mund aufmache, oh mein Gott, ja, dann klingst du auch danach. Ja. Und du kannst halt nicht locker lassen. Ich würd vor allem sagen, lieber einen Ton, der schlecht klingt und sich gut anfühlt, als einen Ton, der gut klingt und sich schlecht anfühlt. Absolut, stimme ich dazu. Weil man kann immer, also wenn man mal diese Freiheit gefunden hat auf einem Ton, dann kann man schon noch quasi noch schöner klingen lassen. Ja? Aber wenn er sich schon schlecht anfühlt, aus dem wieder rauszukommen, ist also lieber mal schirch und frei singen. Absolut. Und dann im nächsten Step schauen, okay, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Ja? Absolut. Ich würde sogar meinen, dass diese Unterschiede auch zu hören sind bei gutturalem Gesang. Mhm. Also es gibt ja die Auffassung, dass das ja eh wurscht ist, was man da macht, weil man rülpst ja eh nur ins Mikrofon und das hat nichts mit Können oder Gefühl zu tun. Mhm. Und doch, also ich würde meinen, wenn man irgendwie Hemmungen hat oder gesundheitlich nicht gut beieinander ist, dann kriegt man auch diese Töne nicht zusammen. Ja? Dann kommen die eigenartigsten Töne raus und ich höre dann manchmal, oder ich stelle mir dann manchmal vor, dass das in dem Moment dem Sänger gerade furchtbar wehtun muss. Weil das klingt einfach nach etwas, was, vor allem wenn man dann auch dieselbe Person schon anders performen gesehen hat. Ja. Also ich glaube, da ist es egal, ob man von Klagesang oder von Growls und Screams reden. Es muss auf jeden Fall aus einem Ort kommen, wo man sich wohlfühlt. Und es hat schon mit Kontrolle zu tun. Ja, man, ich denke, man entwickelt, wenn man lang singt und so, oder eben man
so wie unterrichtet, man entwickelt einfach so eine Empathie, ja, für Gesang. Ja. Insofern, wenn man was hört von jemandem, wo man in etwa nachvollziehen kann, was da passiert, ja, wenn man das selber vielleicht besser könnte oder so, oder einfach man spürt das dann, diesen, vielleicht den Schmerz, dem Sänger vielleicht vorgeht. Ja. Ja. Das ist eine ganz interessante Sache und auch sehr wichtig beim Unterrichten, diese Connection zu finden, zu hören, okay, wo, warum, okay, was macht der jetzt falsch, ja. Hört man vielleicht, ist die Zunge irgendwie angespannt oder der Kiefer vor oder solche Sachen, ja. Genau, ja. Und je mehr man macht in die Richtung, umso mehr kriegt man, glaube ich, dieses Gefühl. Du hast da wahrscheinlich auch, vor allem beim Screamen, dann wahrscheinlich auch sehr, hörst du da wahrscheinlich sehr viele solche Nuancen raus, die ich jetzt vielleicht, ich höre vielleicht, ob es gut oder schlecht ist, aber die Screaming-Technik habe ich ja nicht so heraus. Ja. Ne? Also, was ich jetzt vorher gemeint habe, mit dem man hört es, wenn es einem wehtut, da habe ich vor allem auch an meine eigenen Beispiele denken müssen, wo ich auf einer Bühne gestanden bin und es einfach nicht funktioniert hat. Bei mir ist es immer gewesen, dass dann auf einmal plötzlich in diesem Moment, wo ich dann einfach schreien oder eben grölen wollte, meine Sprechstimme trotzdem durchgekommen ist und das hat dann geklungen, als würde ich angestrengt reden. Ja. Und da gibt es viele Gründe, warum das so ist. Vielleicht sicher auch, weil meine Technik zu diesen Zeiten einfach nicht gut genug war, mich nicht gut genug gehört habe. Weil ich einfach gesundheitlich nicht gut beieinander war. Und dann kann sowas schon passieren. Und wenn ich sowas bei anderen Interpreten höre, denke ich mir, okay, ja, da passiert gerade etwas und es klingt nicht nach dem, was, wonach sonst klingt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Studioaufnahme zum Vergleich hat, ja, oder die Person halt so auch kennt. Aber so jetzt, ja, wie du vorher schon gemeint hast, wenn jemand gut ist und das trainiert hat, dann glaube ich, kann man auch sowas gut kaschieren, weil man einfach einen Grund Ton trifft, ja, der einfach immer präsentabel ist. Ja. Ich habe letztens, was war denn das, um jetzt gleich mit großen Namen aufzuwarten, ein großes Clean Singing Vorbild oder ein großes jemanden, den ich sehr bewundere, ist eben Miles Kennedy von Alter Bridge und Slash und so weiter. Und da habe ich letztens mal eine Live-Aufnahme gehört, wo er einen Alter Bridge Klassiker einfach gesungen hat und ich kannte den nicht und das hat merkwürdig geklungen, sehr nasal, was mich halt verwundert hat. Und das war halt auf einer Tour, halt eine Aufnahme, ja, und natürlich kann man doch schlechte Tage haben. Ja, natürlich. Und ich habe mir da gedacht, okay, wenn du als Sänger hast halt oft Halsweh, weil der Hals zuerst halt dran glaubt, wenn du ständig am Reisen bist, nicht genug Schlaf hast, dich verkühlt hast, am Hals merkt man es zuerst. Und wenn du trotzdem schaffst, einfach diese Leistung zu bringen, nur dass du halt vom Klang her anders klingst, ja, dann ist es eh schon allerhand. Ja. Ja, und absolut. Da habe ich mir gedacht, okay, es könnte sein, dass es ihm da halt nicht so gut gegangen das ist. Da sind wir wieder eher bei dem gut fühlen versus gut klingen. Ne? Ja, absolut. In die Richtung, ja. Lieber die richtigen Töne vielleicht erwischen dann auf der Tour und vielleicht nicht den perfekten Sound haben, aber safe bleiben, weil sonst kannst du den nächsten Termin vergessen. Ne? Ja, ja. Das ist richtig. Aber sowas muss man auch können und Übung, Zeit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was oft, glaube ich, missverstanden wird. Ich glaube schon, dass es so einen Irrglauben gibt, dass man als Sänger bei weitem nicht so viel Zeit investieren muss, wie zum Beispiel ein Schlagzeuger, der alle seine Gliedmaßen unabhängig voneinander bewegen muss. Und alles relativ. Ich glaube schon, dass man beim Singen auch, wenn man es halt... ja, vor allem bei extremen Vocals, wenn man es so machen will, dass man sie nicht wehtut, auf lange Sicht, dass man da schon auch Zeit investieren muss, um herauszufinden, dass das halt, wie es halt geht, sich aufwärmt. Ich kenne natürlich auch Leute, die das schon seit Jahrzehnten machen und die sagen, sie haben sich noch nie aufgewärmt und das ist eigentlich unnötig. Und ich sage mal, beim Singen ist auch so, da spielt eine Komponente mit, die kann man halt schwer verallgemeinern, das ist einfach der Körper und jeder Mensch ist anders. Absolut. Und manche können von null weg gleich ein Set von einer Stunde spielen und growlen und screamen, wie nur was, und dazwischen vielleicht auch noch clean singen und jeden Ton treffen. Die gibt's, die Leute. Ja, ja. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass das selbstverständlich ist. Ich würde eher meinen, dass es die Seltenheit ist. Und ja, da gehört halt schon viel Wohlfühlen und Technik und intensives Üben dazu. Welche Bereiche brauchen wir noch? Wir haben so viel. Haben wir noch genug Zeit? Endlos. Sehr schön, bis morgen.
Wie wäre es mit dem Gesangslehrer-Dasein? Wann bist du vom Sänger zum Lehrer geworden oder was war der Grund? Eigentlich schon relativ früh, sage ich mal. Ich habe angefangen, eben Jazzgesang zu studieren. Ja. Und ich weiß nicht, kann jetzt nicht genau sagen, wann genau, aber ich hab irgendwann einfach mal angefangen, mein Mitbewohner mal für ein paar Einheiten einzuspannen als Schüler. Mhm. Und ja, und ich war einfach auch sehr interessiert, was Technik angeht. Ja. Das war eigentlich, es ist einfach so aus dieser Faszination an diesem Instrument entstanden. Da stimme ich jetzt. Ja, genau. Einfach zu schauen, okay, das ist ein sehr komplexes System. Ja. Und für mich war das einfach faszinierend, was man da machen kann. Ja. Hab mir halt viel angeschaut, viel gelesen, Bücher, alle möglichen. DVDs und YouTube und Tutorials und alles Mögliche. Einfach, ich habe das eine Zeit lang wirklich verschlungen, ja, die Materie. Und natürlich auch, um auch mir selbst zu helfen. Ja. Und ja, aus dem ist das eigentlich so entstanden und mir hat das einfach auch Spaß gemacht, Leuten dort zu helfen. Und dieses Instrument besser zu verstehen. Ja. Also bin heute noch sehr interessiert dran. Ja. Also man kann immer was lernen. Ja. Also es gibt so viele Sachen, die man lernen kann. Ja. Das ist, ich vergleiche das gern, die Stimme mit so einem Flugzeugcockpit mit 100 Schaltern. Ja. Okay, ja. Ungefähr. Weil das ist, da gibt es so viel Muskulatur und so, ja. Nicht nur im Kehlkopf, sondern auch dann, was da im Hals noch dabei ist, Zungenmuskeln, alles Mögliche, ja, was da irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Voll. Atmung. Mhm, absolut. Ich habe gehört, dass Opernsänger im ersten Jahr ihrer Ausbildung keinen Ton singen, sondern nur Atmung lernen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das klingt. Ist sicher schon vorgekommen, ja. Kann man vorstellen. Ja, weil Atmung ist ultra wichtig und das vergisst man. Also ich habe das am Anfang komplett. Es war nicht auf meinem Radar, ich habe einfach irgendwie geatmet, aber da kann man auch sehr viel falsch machen. Mhm. Und vor allem beim Screaming, glaube ich, ist es noch. Absolut, es klingt einfach danach, als würde man ständig nur Luft raus schießen. Wenn man das so macht, dann ist man halt sehr kurzatmig. Mhm. Und das hat schon viel mit Kontrolle und mit Luftflow zu tun, definitiv. Ja. Ich würde sagen, bei den Clean Vocals ist es nicht so krass. Also ich habe da eher einen Approach, wo es mehr in Richtung natürliche Atmung geht. Mhm. Ja. Aber ich weiß, dass bei diesen Screaming-Techniken mit Subglottal Pressure und so, da gibt es genug Themen, wo man halt einfach noch krassere Sachen machen muss mit der Atmung als jetzt, sage ich mal, beim normalen Singen, unter Anführungszeichen. Voll, ich habe da bei einem Video von dir gesehen, dass du auch den Tipp gibst, dass man nicht zu viel einatmen soll. Ja? Natürlich, ja. Dass man aus lauter Nervosität, es könnte eine Luft ausgehen, einfach ständig nur Luft reinpresst und das ist natürlich auch nicht gut. Ja. Voll, das stresst den Körper komplett, absolut, wenn du voll auftankst. Ja. Genau, ja. Voll. Das ist ein ganz häufiger Fehler. Ja. Sehe ich sehr oft. Hast du auch Schüler, die von dir Techniken in Richtung Screamen und Growlen lernen wollen, oder hast du hauptsächlich Leute, die so wie du bei Solid Sky Klagesang praktizieren? Also ich sage natürlich den Leuten, hey, für richtige Screaming Vocals, das ist nicht mein Fachgebiet. Mhm. In leichte Verzerrung rein, ja, aber das ist nichts mit krasser ist klar, ja. Subglottal oder so, sondern ja, also wenn dann so leichten Rasp oder sowas. Okay. Sowas schon, ja. Chad Kröger, Nickelback. Ja, vielleicht in die Richtung. Okay. Überlegen. Okay, okay. Songwriting haben wir noch nicht gehabt. Songwriting, richtig. Jetzt haben wir das gehabt. Okay, ja, Songwriting. Wobei, du spielst ja mehrere Instrumente, du singst ja nicht nur. Das heißt, du schreibst tatsächlich komplette Lieder mit Vocals selbst. Ja. Und das heißt, deine Bandkollegen können dann wirklich das einfach nachspielen. Ja, ich meine, ich bin immer auch dankbar für Inputs. Ja. Sie werden vielleicht was anderes sagen, ja, machen wir. Was? Ja. Nein, aber, jetzt kommt ein Solo. Aber nein, ich bin da froh, ich habe sehr, sehr gute Kollegen, die super, super spielen können oder super auch Noten lesen können und so.
und die das super umsetzen können. Ja. Also, ich gebe schon gerne eine Richtung vor bei meinen Kompositionen. Mhm. Aber ja, ich versuche auch mal was zuzulassen, ja, wenn jemand da eine Idee hat oder so, ja, wenn es mal komplett gegen den Strich geht, ja. Dann sage ich, lieber doch mein Ding. Ja, aber, okay. Aber grundsätzlich, ja, teilweise so und teilweise mit Valentin in Solid Sky, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen. Ja. Ja. Oder wir machen, also jetzt zu Corona haben wir so Skype-Sessions gemacht. Mhm. Da habe ich gesagt, so, jetzt schreiben wir da im Guitar Pro, weiß nicht, ob du das kennst. Okay, okay. Hm, Guitar Pro. Haben uns auf Skype gesetzt, kurz besprochen, ein paar Sachen vorgespielt und dann habe ich gesagt, okay, passt, wir reden uns in 15 Minuten nochmal. Und dann wieder ausgetauscht, was wir inzwischen gemacht haben, so quasi parallel. Ja. Und dann so, also auf die Art auch, ja. Cool. Ich meine, vor Corona natürlich auch in Person einfach zu zweit und sonst. Auf so verschiedenste halt. Arten. Ja, wir haben über die Jahre so viel ausprobiert. Mhm. Sage ich mal, Songwriting-Methoden oder einfach Sachen, wie man das machen kann. Und wenn du einen Song anfängst zu schreiben, hast du da. Ist es verschieden, was da zuerst in deinem Kopf ist? Eine Melodielinie oder eine Vocalline oder Lyrics oder ein Riff? Oder fängt es immer mit einer ganz bestimmten Sache an? Also es ist schon verschieden, aber ich fange ganz gern mit Schlagzeug an. Wow, da ist der Rhythmus, der Beat zuerst in deinem Kopf. Sehr okay. Oft, ja. Ja, stimmt, das ist eigentlich, ich finde Rockmusik sowieso das Wichtigste. Das sagen auch sehr viele, so der Schlagzeug und der Bass ist das Wichtigste und der Rest. Ja, ist super wichtig, natürlich, ist super wichtig. Da werden sie völlig aufregen. Naja, eigentlich zitiere ich das sogar irgendwen Wesen, das das gesagt hat. War es der Slash oder so? Ich weiß gar nicht. Sein, ja. Kann ich jetzt sagen, damit ich mich auf vielleicht ziehe. Ja. Also machen wir auch mit einem Bassriff, ja, oder was auch immer. Ja, also, ich habe irgendwas im Kopf und dann, ja, ich experimentiere einfach sehr gern. Ja, manchmal mache ich auch Sachen, wo ich mir überlege, was passiert, wenn ich das und das kombiniere und schaue, was rauskommt. Ja. Nachdem Solid Sky doch sehr experimentell und ich versuch nicht so mit Standard-Grooves anzufangen, sondern ich versuche schon irgendwie den Groove am Anfang irgendwie kreativ zu machen. Ja. Mhm. Und dann ist das halt einmal 7/8 oder 13/8 oder 5/4 okay. Oder 4 Takte, 5/4 und 1 Takt, 4/4 oder irgendwelche Kombinationen. Ja. Hauptsache abenteuerlich. Ja, weiß nicht. Hauptsache, also für mich, Hauptsache es klingt gut. Mhm. Das ist eigentlich meine grundlegende Herangehensweise. Ja. Mir ist auch vollkommen egal, ob das jetzt harmonisch Sinn macht, solange es gut klingt. Mhm. Ja. Kommen die Vocals immer am Schluss für dich? Ja, oder? Meistens. Ja. Oder im Writing-Prozess. Mhm. Also es ist oft so, dass dann halt schon, manchmal habe ich halt nur einen halben Song so fertig, ja, oder wir haben so irgendwie und es werden noch ein paar Teile und wir spielen das dann aber schon und ich tue die Vocals sehr viel improvisieren. Hm. Bevor du noch Lyrics schreibst, du machst einfach, du skippest quasi dazu. Ja, eigentlich sogar mit Text. Mhm. Mit Text, der einfach kommt. Der einfach kommt, also das geht nicht gut. Ja, ja. Das finde ich auch. Ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen, aber dass wenn. Oder fangen wir so an. Ich komponiere die Musik zu meinen Projekten nahezu nie. Also ich spiele auch kein Instrument. Ich habe das große Glück, mit sehr talentierten Leuten zusammenarbeiten zu können, die das sehr gut können. Und deswegen habe ich das Glück, dann meistens schon mit nahezu fertigen Instrumentalen zu arbeiten. Und es ist dann so, dass ich... Es gibt dann eben Musik, die dich halt sofort anspricht und dann welche, die du halt erst beim dritten, vierten oder x-ten Mal hören, ein bisschen besser verstehst. Mhm. Und ich habe dann halt immer bei Songs, die mich ansprechen oder bei Stellen, die mich ansprechen, auch sofort Bilder im Kopf oder Ideen, wie ich da einfach stimmlich mitmachen könnte. Und dann kommen auch schon so bei Riverside Crow zum Beispiel, wo es nicht um Growl and Scream geht, da zoome ich dann oft irgendwie Melodien mit und überlege, was ich da singen könnte. Und dann, wie du sagst, kommen dann auch Worte. Und dann singe ich manchmal random Worte zu gewissen Stellen mit und überlege halt, okay, passt. Und das fühlt sich so an, was passt dazu oder was für Lyrics könnten aus diesen Worten entstehen. Ja? Mhm. Und so passiert das halt bei Riverside Crow. Bei den anderen Projekten
wo ich halt scream und growl, da ist es so, da arbeite ich nicht unbedingt mit Melodielinien zuerst. Natürlich habe ich auch Projekte, wo mich dann trotz dem extremen Gesang schon auch clean Vocals entweder reinpacke oder einfach nur im Hintergrund als Fläche verwende. Ja. Aber da ist es so, dass mir dann meistens zuerst der Content einfällt. Ja. Und da geht es halt darum, dass eine Stelle mich halt super inspiriert, weil sie halt super rasant ist oder der Blastbeat so geil ist oder der Riff so brutal. Und ich habe dann, ich bin ein sehr visueller Mensch, ich habe dann gleich Bilder wie in einem Kinofilm oder noch viel, viel häufiger passiert, dass ich gewisse Gefühle einfach verspüre, wo sich zu Worte einfach bilden oder einfach Szenen bilden, die ich dann beschreiben möchte. Ja. Und dann entstehen die Worte und da fällt mir aber gleichzeitig auch ein, wie ich dann rhythmisch zu diesen Metal Parts dann einfach passe, ja, und wie ich das einfach präsentieren könnte. Bei Growls and Screams ist mir definitiv der Rhythmus wichtig, ja, dass das Ganze einfach ein bisschen perkussiv auch zur Musik passt. Ja. Und da passiert es mir dann aber auch oft, dass ich mich dann zu sehr darauf versteife und dann will ich, dass die Lyrics vom Versmaß her dann genau in das Muster reinpassen und gerade, dass ich kein Lineal auspacke und dann so dort sitze, ja, weil es muss sich dann auch die Reimkette richtig ausgehen und dann, ja, also... Aber bei den Screams? Oder? Bei den Screams und Growls, ja. Einfach nur, also nicht, dass es so super schnell und staccato ist, aber stellenweise schon, aber es geht einfach darum, dass das Muster erhalten bleibt. Ja. Also ich gebe dann auf sowas ein. Das ist bei, ich habe noch gar nicht so auf Reime bei Screams geachtet. Muss ich, ja, man hört es jetzt im ersten Moment auch nicht unbedingt, außer man hat ein Ohr, das schon auf diese Art von Gesang, auf die extreme Musik geschult ist, dann hörst du die Worte auch. Man hat mir schon mal gesagt, dass ich relativ gut verständlich bin, wenn ich scream und growl. Mir ist das recht wichtig. Ich weiß nicht, wie gut ich es schaffe, aber das ist schon auch ein Ziel von mir, weil ich schade finde, wenn man die Stimme einfach nur als Effekt verwendet. Gibt es auch, ja, in Brutal Death zum Beispiel, da wird halt nur auf den brutalen Effekt Wert gelegt. Gibt es zwar auch Lyrics, aber die sind halt die haben halt Nachrang. Und den muss man mitlesen. Ich glaube, das ist, wenn man will, schon, ja. Ich glaube aber, dass es da den wenigsten wichtig ist. Oder man müsste es mitlesen, ja. Und auch bei der Musik, die ich im extremen Bereich mache, da müssten eigentlich auch sicher die Lyrics mitlesen, damit sie wissen, was da passiert, wenn man es jetzt vom ersten Mal hören her nicht versteht. Ja. Wenn ich Lyrics schreibe, ist mir schon das Versmaß und Reime etc. wichtig. Und das lerne ich jetzt zum Beispiel anders. Bei Riverside Crow, da reimen sich die Sachen schon auch noch, aber da geht es halt auch einfach darum, sing einfach drüber. Und wenn sich da jetzt der Reim nicht ausgeht, dann zieht das eine Wort halt vielleicht länger. Ja, einfach ein bisschen weniger versteift und einfach locker an die Sache rangehen. Und ich bin auch jemand, der irrsinnig viele Lyrics auf einmal schreibt, weil ich mich schwer tue, mich kurz zu fassen. Deshalb auch mein langer Monolog gerade. Und das ist bei Riverside Crow ein bisschen anders. Da versuche ich einfach, sich wirklich wiederholen zu lassen. Also nicht nur die Refrains, sondern vielleicht auch andere Stellen kürzer und prägnanter zum Punkt zu kommen, wobei mir auch Bandkollegen, die in anderen Bands auch schon Erfahrung gesammelt haben, auch hilfreich sind. Ja, also das lerne ich gerade neu. Spannend. Voll. Ja, ich schreibe teilweise Lyrics in Excel. In Excel? Wie hilft denn im Excel dabei? Das ist skurril, gell? Okay, ja. Ich habe mir quasi so ein bisschen ein Template zusammengelegt, wo ich Songstrukturen reinschreiben kann und wo ich Reime sammeln kann und Ideen sammeln kann, aber in einem Excel-Sheet, was so crazy klingt wahrscheinlich für die meisten Leute. Aber ich habe dann zum Beispiel verschiedene Zeilen für bestimmte Sachen, die vielleicht in etwa was Ähnliches bedeuten, ja, oder einfach reinpassen auch, und halt einfach Optionen. Ja. Ich habe quasi so Zeile für Zeile Optionen, die ich auswählen kann, für, wenn ich was schreibe. Ja. Also einfach zum Ideen, ja, okay, jetzt habe ich eine Idee für dieses. Es ist teilweise sehr, ja, ist schräg, ja. Da einfach so Optionen zu haben, Zeile für Zeile, und ich schreibe auch Ideen raus, ja. Auch wenn sie vielleicht noch blöd klingen, ja, oder einfach nur ein billiger Reim ist, einfach mal raus mit den Ideen. Genau, das ist das Wichtigste, finde ich, auch einfach nur mal rauslassen und da die Ordnung reinbringen. Und was kann ich dazu noch sagen? Ja, meistens schreibe ich auch im Klartext für den jeweiligen
Block, Songblock, ja, zum Beispiel Vers, was es bedeutet. Der Inhalt quasi. Quasi den Inhalt, ja. Erster Vers das, Chorus diese, Grundaussage ja, von dem jeweiligen Teil. Aber um mir so ein bisschen eine Dramaturgie super, zusammen ein Drehbuch quasi. Ja, also, ja. Das mit dem Lyric-Schreiben war für mich schon ein schwieriger Prozess. Wirklich? Ja, also sonst würde ich jetzt nicht die nächste schreiben, nach all den Jahren später. Vielleicht klingt das eher nach einem System, das du ja, hast. Ja, aber ich sage mal, dieser Prozess, da hinzukommen. Ja. Ah, so meinst du das? Ich meine, es ist für mich, also Lyrics sind für mich noch immer eine Herausforderung. Aber taugt es da auch? Es ist schon, naja, es ist so eine Hassliebe. Okay. Der leidende Musiker. Ja, ein bisschen Neid ist eh wichtig. Genau. Ja, inhaltlich, weil du sagst Drehbuch und Dramaturgie, ist es dir da, oder hast du da, ist es dir besonders wichtig, dass es einen konkreten roten Faden gibt, oder ist das auch manchmal einfach so, dass du sagst, okay, ich singe jetzt Zeilen, die vielleicht nicht konkret was miteinander zu tun haben, aber die diese Stelle, die Musik quasi gut widerspiegeln, und das hat eigentlich gar keinen Inhalt, es geht einfach nur um Zitate, die gut reinpassen. Das ist für mich immer so ein roter Faden mit Message. Die letzten Songs eher roter Faden. Mhm. Ich habe auch schon welche gemacht, wo einfach wirklich mehr aus der Improvisation auf Linien gekommen sind. Und dann habe ich es irgendwie, es muss für mich schon irgendwie einen Sinn machen, auf irgendeiner Ebene. Mhm. Ja. Nicht unbedingt auf einer literal Ebene, aber ab irgendeinem Punkt muss es für mich Sinn machen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, also das ist so komplett random oder so, dass ich sage, okay, jetzt alles, was mir jetzt gerade eingefallen ist, das bleibt jetzt so. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz mal. Ja, ich glaube, das wäre auch nicht befriedigend genug. Ich meine, ich habe teilweise, ich habe gesehen, du hast Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers gecovert, auch auf YouTube. Beim Anthony Kiedis von den Peppers fällt mir halt, also oft habe ich das Gefühl, der haut einfach irgendwelche Sachen durcheinander, aber es macht schon auch Sinn, ja? Es ist einfach sein Slang und die Vokabeln, die er verwendet, die bedeuten schon, also die ergeben schon insgesamt einen roten Faden, aber es hat für mich am Anfang, wenn ich so gelesen habe, zum Beispiel, was ist das Californication, was da für wilde Vokabel und ich glaube, irgendwelche Shaolin-Mönche kommen auch vor, oder waren das Psychic Spice from China? Genau, ja. Ich hab da zuerst kein System dahinter gesehen und habe mir gedacht, cool, erwähne einfach alles, was dir für Bilder in den Kopf kommen, zu diesen Stellen, irgendwelche wahnwitzigen Stories und ob es Sinn macht, das kannst du danach überlegen. Ja. Das kann schon befreiend sein, aber ich habe für mich persönlich auch, wie du auch gesagt hast, der rote Faden und der Sinn, den es ergibt, der ist schon wichtig. Wenn man singt, dann will man eigentlich auch was mitteilen. Ja. Und nicht einfach nur einen kurzweiligen Effekt erzeugen, sondern schon etwas, worüber man auch ein bisschen nachdenken möchte. Zumindest ist das mein Anspruch mittlerweile. Ich gehe gern so ran, dass ich versuche, möglichst am Anfang vom Song schon irgendwie ein Bild zu erzeugen. Mhm. Weil du auch von Bildern geredet hast. Absolut. Also da bin ich voll bei dir. Einfach mal so, dass man sich quasi einen Film auch vorstellen kann. Vielleicht. Ja, oder und dann kommt wieder ein anderer Teil, der auf einmal einen vielleicht ein bisschen rausreißt aus dem, ja, und man sich denkt, was hat das jetzt mit dem zu tun? Mhm. Aber in Wirklichkeit, also quasi mehr so literal Texte und dann kommen wieder mehr Metaphern, ja. Oh ja. Und diesen Kontrast zu haben, zum Beispiel den Vers mehr wörtlich. Ja. Und den Chorus mehr als Metapher zu bringen, als Bild. Ja. Wie siehst du das? Das ist Metaphern interessant. Und verwendest du auch mehr auch wortwörtliche Sachen, die eher so stehen sind wie. Haben noch Zeit, bitte? Nee. Okay. Metaphern und wortwörtlich. Ich finde es interessant, dass du gerade gemeint hast, du mischst das im selben Song. Mhm. Ich glaube fast, das habe ich noch nicht probiert, einfach weil ich irgendwo den Krampf habe, dass ich mir denke, ui, dann kennt sich ja nicht aus, ob das so oder so gemeint ist. Und oft müsste es dir als Sänger wurscht sein, ob das jetzt irgendwie versteht oder nicht. Und die Frage nach dem Sinn des Textes allein kann schon ja das Ziel sein. Ich arbeite schon sehr viel mit Metaphern auch. Ja.
dass ich Dinge wortwörtlich hergenommen habe, das passiert mir dann, wenn es mir um konkrete Messages zum Beispiel geht, wo ich das Beispiel klar ausdrücken will. Oder wenn es um wirklich ein Konzept geht. Ja, also ich habe ein Projekt, das nennt sich Candles and Wraiths. Das ist sehr, sehr symphonic, black, deathic, extreme metal einfach. Und da geht es sehr oft um eine Geschichte zu erzählen im Song. Da geht es dann oft um irgendeine sehr, sehr klischeebeladene Horror-Gothic-Story und da gibt es irgendwie einen coolen Twist im Laufe der Story und das Ganze halt im Versmaß. Und da ist es schon so, dass ich dann halt eine Story erzähle. Ja? Und das könnte man wie eine Geschichte lesen oder wie ein Gedicht quasi. Ja? Und da arbeite ich vielleicht stellenweise mit gewissen Wortwahlen, die metaphorisch gemeint sind, um das einfach künstlerisch auszuschmücken und nicht so, er stirbt, sondern etwas anderes. Etwas Poetisches statt er stirbt. Und bei Riverside Crow, wie machst du das? Bei Riverside Crow ist es so, da wäre wiederum schon Platz für Metaphern mehr. Vor allem. Ja, da habe ich bei den Songs nicht so diesen Story-Aufbau, sondern da geht es vor allem wirklich auch um Stimmung und Aufbruchsstimmung vor allem. Ja. Da würde ich jetzt nicht schreiben, komm, wir stehen jetzt alle auf und gehen, sondern da haben wir einen Song zum Beispiel, der heißt Horizon. Der Titel allein schon, in meinem Kopf passiert dann zuerst einfach der Horizont, das bedeutet einfach, okay, Aufbruchstimmung und Hoffnung. Ja. Da wird mit Metaphern eher gearbeitet und nicht so irgendwelche Anleitungen für den Hörer. Das ist witzig, wir haben einmal einen Horizon-Song gehabt. Okay. Solid Sky. Also es war noch nicht Solid Sky damals, aber der ist nicht so ganz fertig. Okay. Aber ja, der Horizont ist auch endlos. Das ist auch ein schönes Bild. Absolut, ja, absolut. Das vermittelt, also ich glaube, der Horizont vermittelt selten etwas Beklemmendes, aber wobei eine Auslegungssache. Aber eher so Weite und Aufbruch. Siehst du es auch mit einem Sonnenaufgang oder Untergang? Ja, es ist definitiv Sonne irgendwie im Spiel. Es ist nicht einfach nur Strich und Weiß und Blau. Voll. Das waren Songwriting und Lyrics. Wir haben noch einen Themenblock. Einen kurzen Themenblock. Frontman-Dasein auf der Bühne. Präsentation. Ja. Was ist da wichtig? Das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gerne eigentlich. Ich glaube, das ist ein nie endender Prozess. Man will einfach. Sicher was, wo ich noch am wenigsten Erfahrung habe. Okay, trittst du noch nicht so lange auf? Ja, doch schon eine Zeit lang, aber jetzt, ich habe noch keine großen Touren gespielt. Also insofern. Touren habe ich auch bisher noch keine gespielt, vielleicht auch Weekender-Geschichten. Ich würde einfach mal sagen, wie wir am Anfang dieses Gesprächs schon gesagt haben, dieser Mut zur Hässlichkeit ist halt wichtig, weil du stehst dich halt dann hin als Frontman und bist dann quasi der, der für die meisten als erstes sichtbar ist. Du bist der, absolut, der das Ganze repräsentiert. Du bist quasi die Zielscheibe. Ja, voll. Das ist aber okay in dem Fall. Sollte okay sein. Und nicht zu viel zerdenken und sich wohlfühlen dabei und mit den Stichworten, glaube ich, kann man gut arbeiten. Und man probt ja auch vorher. Ne? Das ist einfach nach was klingt und da sollte man sich so insofern sicher sein, dass einfach da die Basis da ist und dann einfach es passieren lassen. Es braucht auch Zeit und Übung, weil von einer Reihe, von einer Gruppe von Leuten angesehen zu werden, erwartungsvoll, das kann man halt im Proberaum nicht nachstehen. Ja, absolut. Ja. Was würdest du sagen? Ist dein Number One Tipp für das Thema? Für das Thema? Oder was habt ihr am meisten? Gab es bei dir vielleicht einmal irgendwann einen Bruch, wo du gesagt hast, jetzt habe ich was Neues? Gig oder so? Ich habe alles zerdacht am Anfang und habe mir gedacht, ich muss super vorbereitet sein und ich habe gleich sämtliche Halsweh-Zuckerln auch mitgehabt, obwohl ich nicht wusste, wie mir die dann helfen sollen, aber falls was ist, ja. Nee, ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass man sich körperlich wohlfühlt. Ja? Und dass man sich einfach nicht zu viele Gedanken darüber macht, wie man jetzt, was nicht alles schief gehen könnte, sondern dass man einfach ein Grundgefühl dafür entwickelt, okay, wie geht's mir heute? Okay, es passt eh alles. Ja? Und dass man davon dann abhängig macht, wie man halt
was man halt während oder nach oder vor oder nach dem Gig macht. Ja, also ich habe mir da früher so Regeln aufgestellt, okay, du trinkst nichts und rauchst nicht und so. Und das hängt davon ab, wie du dich fühlst. Und ja, man lernt halt auch dazu. Welche Erfahrung hast du gemacht? Oder gibt es ein absolutes No-Go für dich, was du abraten würdest? Ich würde nicht mehr als ein Bier trinken vor Konzert. Das wäre meine Empfehlung. Aber das habe ich ja nicht gemacht, muss ich gestehen. Aber das ist mein grundlegendes Ding. Und sonst ja, sich da reinzufühlen. Ja, natürlich. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall was, wo ich sicher viel wachsen kann. Genug Wasser getrunken zu haben über den Tag. Ja, ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Stay hydrated. Am besten direkt vor dem Konzert noch ein bisschen was trinken. Absolut. Ja. Und Spaß haben. Spaß haben ist das Um und Auf bei all diesen Themen, die wir heute besprochen haben. Spaß haben. Ja, ich würde sagen, damit. Vielen Dank an Big Boys und vielen Dank, Gideon. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und vergesst nicht zu subscriben. Absolut.